Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Themenbereich Deutsch. Heute bespreche ich das Verb sein im Konjunktiv 1 und zwar hinsichtlich seiner Bildung in allen Zeiten, in allen Personalformen. Bevor wir zu den Zeiten kommen, die grundsätzliche Bildung des Verbseins, und das ist ja hier schon eine Ausnahme, weil das Verb sein wird unregelmäßig gebildet, also nicht so wie sonst in der üblichen Bildung im Konjunktiv 1, und das betrifft vor allem die erste und die dritte Person Einzahl. Das Konjunktiv 1 wird ja vom Stamm des Infinitivs gebildet und dann werden die Endungen angehängt. Die erste Person Einzahl wird normalerweise mit einem E am Schluss gebildet, das ist aber bei sein nicht der Fall. Hier wird keine Endung angehängt. Erst bei der zweiten Person Einzahl haben wir eine Endung und diese lautet EST, so wie bei der grundsätzlichen Bildung. Und da ja die dritte Person Einzahl oft genau gleich gebildet wird wie die erste Person Einzahl im Konjunktiv 1, entfällt auch in der dritten Person Einzahl die Endung E gegenüber der normalen Bildung. Anders ist der Sachverhalt dann im Plural. Hier haben wir wieder die normale Bildung des Konjunktiv 1 und zwar vom Stamm des Infinitivs ausgehend wird in der ersten Person Mehrzahl ein EN angehängt, in der zweiten Person Einzahl ein ET und schließlich in der dritten Person Einzahl, die gleich gebildet wird wie die erste Person Mehrzahl, ebenfalls wieder ein EN. Also wenn wir die grundsätzliche Bildung des Verbs sein anschauen, dann müssen wir berücksichtigen, dass gegenüber der normalen Bildung in der ersten Person Einzahl und in der dritten Person Einzahl jeweils die Endung E wegfällt. Und das hat eine Bedeutung hinsichtlich der Bildung in allen Zeiten, weil im Präsens wird das Konjunktiv 1 vom Verb sein vom Vollverb gebildet, aber in allen anderen Zeiten, bis auf die Futur 1, kommt es auch als Hilfsverb vor. Kommen wir nun zum Präsens. Wie oben bereits angekündigt, hier haben wir eine einteilige Bildung, das heißt, die Bildung als Vollverb findet hier statt mit den Konjunktivendungen, wie wir sie genau vorher besprochen haben vom Wortstamm. Beginnen wir mit der ersten Person Einzahl. Diese lautet hier ich sei. Also hier haben wir nur den Stamm und eben keine Endung wie oben besprochen. Zweite Person Einzahl du seiest. Dann haben wir die dritte Person Einzahl im Präsens. Hier haben wir drei Möglichkeiten. Er männlich, sie weiblich und es neutral oder sächlich. Gleiche Bildung wie in der ersten Person Einzahl. Hier wird ebenfalls keine Endung angehängt. Es, er, sie, es, sei lautet hier die richtige Lösung. Dann kommen wir zu den Mehrzahlformen im Präsens. Hier lautet die erste Person Mehrzahl wir seien. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl ihr seiet und schließlich die dritte Person Mehrzahl, die gleich gebildet wird wie die erste Person Mehrzahl. Hier lautet die richtige Lösung, sie seien. Ich markiere jetzt noch die farbigen Endungen oder ich markiere die Endungen farbig, so rum. In der ersten Person Einzahl haben wir keine, in der zweiten Person Einzahl haben wir die Endung EST, in der dritten Person Einzahl haben wir auch keine Endung. Dann in der Mehrzahl, in der ersten Person haben wir die Endung EN, in der zweiten Person Mehrzahl haben wir die Endung ET und schließlich in der dritten Person Mehrzahl haben wir die Endung EN. Das war die Bildung im Präsens. Hier wird das Konjunktiv 1 von sein im Vollverb mit den Konjunktivendungen gebildet. Kommen wir nun zur weiteren Zeitformen und hier ist absichtlich die Mehrzahl gewählt.
weil für die Vergangenheit gibt es nur eine Konjunktivform, das heißt Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt werden gleich gebildet. Und zwar finden wir hier eine zweiteilige Bildung vor, das Hilfsverb sein im Konjunktiv 1 und dazu kommt noch das Vollverb sein im Partizip 2. Hier haben wir die Sonderkonstellation, dass sowohl das Hilfsverb als auch das Vollverb mit dem gleichen Verb eben sein gebildet werden. Gehen wir gleich das Ganze an. Erste Person, Einzahl, hier lautet die richtige Bildung Ich sei gewesen. Im Vergleich zum Indikativ Ich bin gewesen. Also hier sieht man einen deutlichen Unterschied im Konjunktiv 1 hinsichtlich der Bildung, die strikt nach dem Stamm erfolgt. Dann haben wir die zweite Person, Einzahl, Du seiest gewesen. Gewesen, ja, die Partizip 2 Form von sein. Dann haben wir die dritte Person, Einzahl, er, sie, es, sei gewesen. Und was man jetzt schon sieht, ist, dass wir vorne die im Hilfsverb die gleiche Bildung haben wie im Präsens und eigentlich das Präsens nur um das Partizip 2 ergänzt wird. Dann haben wir die Mehrzahlform, erste Person, Mehrzahl, wir seien gewesen. Dann haben wir die zweite Person, Mehrzahl, hier lautet die richtige Lösung, ihr seiet gewesen. Und schließlich die dritte Person, Mehrzahl, sie seien gewesen. Man sieht also, die Bildung im Perfekt des Konjunktiv 1 ist gar nicht schwer. Wir verwenden einfach die Konjunktiv 1 Formen vom Präsens, hier als Hilfsverb, und dann wird immer das Partizip 2 von sein angehängt und das ändert sich hier nicht, das ist in seiner Bildung stabil. Kommen wir nun zur Zukunft, und zwar Futur 1. Hinsichtlich der Bildung, auch hier haben wir eine zweiteilige Bildung. Hier ist aber das Hilfsverb werden im Konjunktiv 1 gegeben und das Vollverb sein im Infinitiv. Und das lautet dann in der ersten Person Einzahl in der Bildung Ich werde sein. Die zweite Person Einzahl lautet hier Du werdest sein. Auch hier ein deutlicher Unterschied zum Indikativ in der Bildung. Im Indikativ würde die zweite Person Einzahl heißen Du wirst sein. Dann haben wir die dritte Person Einzahl mit Maskulin, Feminin und Neutral. Er, sie, es, werde, sein. Auch hier ein deutlicher Unterschied zum Indikativ. Dort würde es heißen, wird sein. Dann kommen wir zur Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl, wir werden sein. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl mit der Lösung, ihr werdet sein. Und die dritte Person Mehrzahl wieder gleich in der Bildung wie die erste Person Mehrzahl, sie werden sein. Das war die Bildung im Futur 1, eine zweiteilige Bildung, gebildet mit dem Hilfsverb werden in der Konjunktivform 1 und das Vollverb sein im Infinitiv wird einfach angehängt und ändert sich nicht. Dann kommen wir zur letzten und zugleich schwierigsten Zeitform, das ist die Futur 2, die eine dreiteilige Bildung aufweist und zwei Bildungselemente hier enthalten das Verb sein, beginnend mit dem Hilfsverb werden im Konjunktiv 1, dann haben wir das Vollverb sein im Partizip 2 und schließlich noch die Infinitivform von sein an dritter Stelle. Man sieht hier auch schon die Bildung, in der Bildung, warum die Futur 2 vollendete Zukunft genannt wird. Hier überlegt man sich ja schon, dass ein zukünftiges Ereignis vorbei sein wird, zum Beispiel, dass man eine Prüfung schon geschrieben haben wird. Und das sieht man schon in der Bildung. Hier verschmelzen Elemente der Zukunft und
der Vergangenheit in eine dreiteilige Bildung. Und das Ganze lautet dann in der ersten Person Einzahl: Ich werde gewesen sein. Der erste Teil wird gebildet mit dem Konjunktiv 1 von werden. Dann haben wir das Vollverb von sein im Partizip 2 und schließlich der dritte Teil noch das Infinitiv von sein. Zweite Person Einzahl, hier lautet die Lösung: Du werdest gewesen sein. Und dritte Person Einzahl, er, sie, es, werde gewesen sein. Bei der dritten Person haben wir wieder die Auswahl in männlich, er, also maskulin, sie, weiblich, feminin und es, neutral. Die Bildung bleibt ja gleich, darum fasse ich diese drei Formen hier zusammen. Dann haben wir noch die drei Mehrzahlformen. Wir werden gewesen sein, zum Beispiel in einer Anwendung. Wir werden in Paris gewesen sein. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl. Hier lautet die richtige Bildung: Ihr werdet gewesen sein. Und abschließend noch die dritte Person Mehrzahl. Hier lautet die richtige Bildung: Sie werden gewesen sein. Und wenn man sich auch die sogenannte schwierigste Form im Überblick in der Bildung anschaut, dann sieht man, auch hier ist die Bildung gar nicht so schwer, wie man im ersten Moment meint. Was sich wirklich nur ändert, das ist das Hilfsverb werden im Konjunktiv 1, das jeweils auf die Personalformen abgestimmt wird, das Vollverb und das Infinitiv von sein bleibt ja jeweils gleich, also stabil mit gewesen sein. Das war ein Überblick über die Bildung des Verbs sein in allen Konjunktivformen, in allen Zeiten. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.